Hey, Ja, Action. Oh, weit weg. Hallo erstmal. Nach langer Zeit bin ich mal wieder da. Ja, ich hatte eine Bindehautentzündung und konnte da wieder was sehen, noch am Computer, noch irgendwie schreiben, lesen, noch sonst was. Ich war total andere Welt. Ja, ich konnte gar nichts machen. Wenn man sowas hat, wo die Augen geschwollen sind. Ja, mittlerweile geht's besser. Gott sei Dank. Was ich eigentlich heute machen wollte, war eigentlich euch, jetzt war ich fast hops gegangen, wollte euch heute ein, weil ich 2000 Klicks bekommen habe, wollte ich ein Spiel mal wieder verschenken. Es geht hier um das hier, es ging darum, ja. Ich wollte es verschenken, aber ich habe dann das aufgeladen, wollte euch nur einen Vorsprung zeigen, aber mein Computer hat den Zugriff verweigert auf das Spiel, weil es nicht funktioniert. Und sowas verschenke ich dann. Ich verschenke ein Spiel, wo nicht funktioniert. Das möchte ich nicht. Und deswegen habe ich, das war ein anderes Spiel, war ganz neu gemacht, aber es funktioniert nicht und das mache ich nicht. Deshalb habe ich jetzt umgeschwenkt. Dieses Spiel werde ich verschenken für meine 2000 Klicks, wo ich jetzt bisher gekriegt habe. Ich habe das schon mal beim ersten Mal gemacht, für die Tausender, aber anscheinend interessiert es niemand. Oh ja, es läuft noch ein paar Tage, ansonsten geht es halt wieder zurück ins Archiv. Und in diesem Spiel, das ist ein Dachspiel, da kann man Renner fahren mit LKWs auf amerikanische Straße. In Kalifornien spielt das. Muss man ein bisschen die kalifornische Straße ein bisschen kennen und so weiter. Das ist gut gemacht. Ich habe das schon gespielt. Ist ein bisschen manchmal kompliziert. Man kann einer Story folgen. Oder man kann einfach nur so rumdüsen und kann da Aufträge erledigen. Seht ihr das? Kalifornien, das ist die Landkarte. Ihr kriegt dann, der LKW-Fahrer hat auch so eine Karte, so eine elektronische, wo ihr genau den Weg gezeigt kriegt. Das ist wie ein Navigationssystem heutzutage. PDA, also das ist irgendwie, Und man kann einer Story folgen. Oder man macht seine Aufträge, sammelt Geld. Und baut seine eigene Spedition auf. Oder so nach Storyline kann man folgen. Also, es ist gut gemacht. Aber man fährt immer so ein bisschen Rennen gegen andere LKWs, wer schneller am Zielort ist. Und, aber wenn man zu schnell ist und so weiter, kommt die Highway-Patrol und dringt einem raus. Ich habe auch schon Highway-Patrols abgedrängt, so ist das. Ne? Aber dann plötzlich waren nur 10 Stück um mich rum, dann war der die Feierabend. Ja, da würde ich, ein wenig oder mehr oder weniger, aber, ja. Dass so gleich 10 auftauchen und mich dann. Ja, da habe ich eine LKW Chance, also das kann ich voll Chance mehr. Aber wie gesagt, das Spiel ist sehr schön. Jetzt werde ich verschenken für meine 2000 Klicks. Das werde ich da unten runter wieder machen, was es ist. Und ich werde das Spiel vorstellen, kurz vorstellen. Da werde ich aber schreiben Game Rick'n'Roll. Ja. Da werdet ihr es finden, wie das Spiel bisher funktioniert, aussieht und so weiter. Da werdet ihr das dann finden unter Game Rick'n'Roll. Ja. Wo ich meine anderen Games, bei der Tausender habe ich das schon mal gemacht, da habe ich auch Game The Void, wie es halt immer ist, gell? Habe ich da geschrieben und habe ich das The Void vorgestellt, ja. Anscheinend hat es niemand gefunden, richtig, jetzt habe ich es halt nochmal gesagt. Dann findet das unter Game, G-A-M-E, The Void. Ah, da findet ihr den ersten Tausender, das ist der Vorspann zu dem Spiel, was ich verschenke, und der wird genauso unter Game Rick'n'Roll erscheinen. Also kurz vorstellen, es gibt anscheinend nicht so einen Vorspann, wie man bei anderen Spielen kennt, sondern ich muss euch das mit LKW zeigen. Man kann im LKW steuern, der Fahrer selber, man kann auch als dritte Person zugucken, wie der LKW, wie man den steuert und so weiter. Aber was ich euch empfehlen würde, ja, wenn ihr durch 40 Städte fährt und 12.000 Meilen hinter euch bringt, ja, besorgt euch ein Lenkrad. Ja. Der, wo ein Lenkrad hat, ist besser zu steuern als mit der Tastatur. Also es ist schon schwierig, der LKW macht immer so ein bisschen ruckartige Bewegungen und man muss ein bisschen aufpassen. Aber wenn man mal Lenkrad hat, kann man das Ding viel besser und ruhiger steuern. Ganze LKW-Zug und so weiter, auch Tanklaster, und man kann Mähdrescher, man kann Kühe transportieren, also lebendige Fracht und Mähdrescher und Benzin und alles. Man kann alles Mögliche transportieren, das ist wieder alles Kohle. Dementsprechend kann man das sich zurechtlegen und kann dann seine eigene Spedition aufbauen, ja. Also alles, was zu einer Spedition gehört, im amerikanischen Sinn, kann man darin
Mache, ja. Also das Ding hat eine richtige große Spieltiefe. Ich lese euch mal kurz vor. Die Future lese ich mal kurz vor. 12.000 Meilen rund nach real nachgebaute Highways und Straßen. Das stimmt sogar. Das ist auch der Aufbau vom LKW. Man kann den LKW konfigurieren, also in dem Sinn, dass man neue Aufbaute gibt, neue Lackierung und neue Verchromung oder Ganzschwarz oder wie auch immer, gell? So wie man es halt im richtigen Leben machen kann. Auch neue Bereifung, neue Motoren und. Man kann das richtige tunen, das Fahrzeug, das ist cool. Gell? 40 kalifornische Städte, detailgetreue Nachbauten berühmter US-Trucks, Masse weiß, verschiedene Trucks gibt es da. Dynamische Tag- und Nachtwechsel und realistische Wetterverhältnisse. Ne? Meistens Shifts da, gell? Und auch Tag und Nacht. Ja? Realistische Schadensmodelle, wo der Hänger bleibt, fliegt der Kiste auseinander. Gell? Also das ist sehr labile LKW, also da fliegt alles davor, also halt Plastik oder Blech, was alles davor fliegt. Also das ist so gut gemacht und inklusive spannender Storyline und Wirtschaftsport. Also der, wo ein bisschen LKW sich so ein bisschen auskennt und so weiter, ist das ganz toll. Es kann ja Frauen, Mädels, also Jungs und Mädels spielen, ja. Also ich war ja früher, habe ich auch mal einen 7,5er gefahren mit Tandemhänger. Schöne Sache. Real, gell? Nicht nur so. Also es ist ein Truck-Simulations-Truck-Rennen. Simulations-, Wirtschaftssimulations- und eine spannende Storyline in einem Titel. In diesem Ding. Also, es ist PC-Hard-mäßig aufgebaut. Sie sprechen, die Leute, die da drin sind, sprechen Amerikanisch. Es ist also unten dann unter die Schrift in Untertitel, so untertitelmäßig dann aufgebaut, dass man das da unten dann da lesen kann, um was es geht. Man kann die Sprache einstellen, was man will. Wie gesagt, aufpassen, Highway Patrol, Geschwindigkeitsüberschreitung oder so. Mit dem großen Gerade, jetzt geht es so berg runter, jetzt kann man mal die Kiste laufen lassen. Ruck so. Und somit habe ich den auch. Da kann man zu nah ran, den gibt es dann mal schubsen, dass er verschwindet. Da hat er Hilfe geholt und 3 Euro los. Da muss man gleich die Strafe bezahlen. Das ist nicht billig. Besonders wenn man einen Highway-Patrol-Wagen nehmen ausschmeißt. Ja, da waren gleich 12.000 weg. Man hat so an die 200.000 hat man als Spielding. Und das kann man dann steigern oder man ist fett. Und man fährt jemand. Man hat manchmal Rennen, man fährt Rennen gegen andere LKWs, geht 2, 3 Stück oder manchmal 5. Wer schneller am Zielort ist, ja, die versuchen einem ja auch abzudrängen. Ja, da war ein LKW einmal dabei, der hat mich versucht abzudrängen. Gell? An dem bin ich noch scharf dran vorbeigegangen. Und dann habe ich herübergezogen, habe meine Ladung nehmen und ausgeschoben fast. Ja? Und dann hängen dann die Highways da, Highway-Patrouls, sind die dann gekascht. Ja. Nicht nur mich, sondern auch die anderen. Also es trifft auch die anderen, so ist es nicht. Und wie gesagt, man kann als LKW-Fahrer selber steuern. Man ist entweder von außen LKW steuern oder von innen, vom Lenkrad selbst. Ja, oder als dritte Person, als Beifahrer zugucken, ja, wie der gesteuert wird. Oder wo man hinten drin sitzt, zum Zugucken, wie der LKW fährt. Ja. Also Lichter und Wischer und Hupe und alles ist wie im realen Ding. Schön gemacht. Wie gesagt, ich werde es schön vorstellen und ein Game Rock'n'Roll, ja, da ich es vorstelle, ich zeige euch das mal noch mal kurz, bevor ich dann das euch dann. Das ist jetzt da das innere Teil. Ja. Die Landkarte habe ich euch schon gezeigt, es geht um Kalifornien, also wirklich. Das ist schön gemacht, also ich sehe mal auf dem. Das kann man ab 12 spielen. Es gibt eigentlich jetzt nichts mehr zu sagen dazu. Wie gesagt, das sind für meine 2000 Blicks. Mittlerweile sind es einige mehr. Aber wie gesagt, ich kann nichts mehr machen vor langer Zeit, weil ich habe jetzt ein paar Tage aussetzen müssen und ich muss auch immer meine anderen Sachen wieder denken. Und ich lasse das 6 Tage laufen. Das heißt, dass ich 3 Tage laufen lasse in Spiele und 3 Tage in Unterhaltung. Ja. Und der, wo es haben möchte, der wird es unten drunter schreiben. Und dann werde ich wieder so eine Auslosung machen. Mal sehen, ob der 1000er auch was kriegt oder ob da uns jemand interessiert. Jedenfalls, das ist für die 2000er und beim 3000er mache ich wieder was Neues. Also wie gesagt, das ist jetzt für meine 2000 Klicks.
Und dann wünsche ich euch eine gute Zeit. Macht's gut. Bis bald. Tschüss.